Wunderschönen guten Morgen, es ist 8.27 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin, Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unser morgendlichen DAX Trade vor für unser Videotagebuch. Und wir haben heute Morgen kein Gap. Wir sind dichter an der 15.600er Marke dran. Das bedeutet hier unten. Und da werde ich jetzt auch erstmal die Order platzieren. Und wir blicken wie immer morgens einmal in die Vergangenheit. Gestern Abend kleine Boxen, aber wie war es denn gestern Mittag? Wir haben eine 15er, die ist im zweiten Anlauf in den Gewinn gelaufen. Wir haben eine 26er, die ist im ersten in den Gewinn gelaufen. Und das war es von den Blue Boxen, also von unseren Boxen, die das Gleichgewicht suchen. Dann die Volatilitätsboxen, die Vola-Boxen, die grün dargestellt werden. Da sehen wir, gestern hat der Kurs da gerne getanzt. Dann einmal hier rein und sauber raus. Das war gegen Abend, frühen Abend. Dann einmal hier rein. 1, 2 in den Tech Profit. 1, 2, 3, 4. Und hier gab es dann hier eine leichte Aufschaukelung, würde ich sagen. Also nochmal 16 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh la la, und dann ist der Trade nach oben gelaufen. Und hier auch gestern nochmal, hier ein Seitwärtsgedöns. Also gestern 15.27 zum amerikanischen Markt Eröffnung. Hier rausgelaufen und zu unserer Markteröffnung ist er auch 1,2 zur besten Handelszeit gut gelaufen. So, wo kommt die Vola-Box heute Morgen rein? Voraussichtlich bei 15.654, das ist der Forecast, 54, und das platziere ich schon mal hin, damit die Leute wissen, so circa, wo kommt die Vola-Box rein, und das wäre jetzt also diese Zone. Und dann gehen wir einmal auf die großen Zeitebenen, das machen wir morgens und blicken einmal around the table und fangen heute an mit oben ganz oben mit dem DAX, neues Chartfenster, Vorlage. Zickzacklinie. So, und wir sehen, die blaue Linie hat hier gestern auf Tagesbasis gehalten. Ja, wie ein Damm. Hier hat es ein schöner Konter gestern, aber ist nicht aus dem Level von 15.704 rausgelaufen. Das ist diese Kerze hier. Ja. Auf 4 Stunden sind wir nach wie vor short. Stunde kommt der Trade short. 30 Minuten sind wir long. 5 Minuten long. Also bin gespannt, wie die nächste Stunde sich dort der DAX verhält. Ob es gestern nur ein Konter war. Kommen wir zu Gold. Daily short. 4 Stunden short. Stunde sind wir long, 30 wieder long, 15 short, 5 Minuten short. Da würde ich eher auf short setzen, wenn ein Setup da ist. Öl. J.R. Ewing, da geht es weiter nach Norden. Ja, wir haben hier kurz einen Ausreißer gehabt, hier am letzten Monat, am 21. Mai. Da waren wir bei 61. So, Daily Basis long, 4 Stunden long. Stunde long, 30 long, 15 long, 5 Minuten long, und da ist es eindeutig, also in Richtung Norden. Nasdaq daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long, also auch da bei den Technologiebörsen. Alles stabil. Gucken wir uns den Dow Jones an. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten Long. Also das würde ich auch eher
Erstmal Long sehen, gehen wir weiter runter und fangen an bei The Bitcoin 32, also Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Solana. Ethereum, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 15 Long, Entschuldigung. Ja, auch da eher Short. Also im DAX leichte Tendenz auch wieder weiterhin Long. Wir sind aber mit unserem MTX, das ist ein 5-Minuten-Setup, sind wir Short. Ich zeige das mal kurz. Hier sind wir Short eingestiegen und der Trade kommt hier nochmal zurück zu unserem Einstiegsniveau. $15.611 aktuell. Wir haben eine Big Number und bei $15.99 würde das Minimalziel unseres Trades hier MTX in Gewinn laufen. Das heißt, die Hälfte, was geplant ist. Einmal ein Kontroll-Check-up. Kim Jun Sen. Ist immer noch die blaue Linie da. So, unsere Big Number schlägt zu bei die Falle bei 15.607 Long, 15.592 Short. Christine, guten Morgen. Jens, guten Morgen. Jürgen, guten Morgen. Und jetzt ist der DAX reingetreten in unsere Falle. 15.607 Long oder 15.592. Der DAX kommt jetzt hier aus dieser Zone nicht mehr raus. Das wird also der erste Trade sein, Big Number am 22. Juni. Und wir sind Long im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Das bedeutet, wir wollen dann mehr mitnehmen. Ja, wohin soll die Reise laufen? Minimalziel ist dann 50. Und dann haben wir die Zone bis zu Big Number. Wir sehen es hier. Dreimal wird die Big Number getradet. Das nur zu den Spielregeln hier im Live-Trading-Raum. Kurs ist relativ ruhig.